Ja, herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute geht es um den Flächeninhalt und den Umfang von Quadrat und Rechteck. Das ist natürlich ein relativ einfaches Thema, mag man zuerst denken, aber wir wollen zudem auch nochmal hergehen und entsprechend die Umformungen üben und das Ganze dann auch gescheit an Praxisbeispielen erläutern. Ja, wir fangen mal an mit dem Quadrat entsprechend. Und das Quadrat ist euch ja mit Sicherheit bekannt, dass wir hier entsprechend viermal die gleichen Seiten haben. Das haben wir entsprechend auch im Unterricht besprochen, die Eigenschaften eines Quadrats. Und natürlich sind hier die rechten Winkel entsprechend auch drin. Ich zeichne jetzt einen ein. Ihr wisst ja, überall sind die rechten Winkel. Das heißt, die Fläche eines Quadrats ergibt sich dadurch, dass man a mal a, sprich Länge mal Breite eben entsprechend hat. Und da Länge und Breite eben identisch sind, ist a mal a, a hoch 2. Der Umfang eines Quadrats ergibt sich dann aus der Seite a plus der Seite a plus der Seite a plus der Seite a. Und das Ganze ist ja dann viermal entsprechend da. Und deswegen kann man das zusammenfassen. Das habe ich ja auch schon in Videos entsprechend zu den Termen gemacht. Müsst ihr mal suchen auf meinem Kanal. Gibt es auch ein Video dazu, Terme zusammenfassen. Und das sind dann entsprechend 4 mal a. Ja, mehr kann man da vorläufig jetzt noch nicht dazu sagen. Wir kommen nachher noch zu den Umformungen diesbezüglich. Ja, Rechteck wäre das nächste Thema. Dort sind immer die gegenüberliegenden Seiten parallel und gleich lang. Das heißt, wir haben hier zwei unterschiedliche Seitenlängen und auch da ist es so, dass logischerweise a Rechteck sich ergibt aus Länge mal Breite. Nur haben wir hier eben zwei verschiedene Maße, nämlich a und b. Und dieses Rechteck, das werdet ihr in meinen anderen Videos ja gemerkt haben, das ist die Basis, der Ausgangspunkt von entsprechend unseren ganzen Überlegungen später. Wenn wir ein Trapez haben, Parallelogramm, eine Raute, das führt man immer, auch ein Dreieck, immer auf das Rechteck später zurück. Das heißt, diese Flächenformel hier, die solltet ihr euch ganz gut merken, Länge mal Breite. Und das ist die Basis dessen, was wir später benötigen. Ja, beim Umfang selber eines Rechtecks, dort kann man Folgendes aufschreiben. Wir haben a plus b plus a plus b. Manche Schüler tun sich ein bisschen schwer immer mit dem Thema Umfang. Ich mache das immer folgendermaßen. Ich fange an einer Ecke an, zum Beispiel an der hier, markiere mir die und laufe dann bildlich gesprochen einmal um das Grundstück rum. Ja, das ist wie wenn ihr einen Zaun hättet und würdet einmal außen rumlaufen. Das ist der Umfang. Ja, das heißt, ihr habt einen Streckenzug danach und das ergibt nachher den Umfang, den ihr hier faktisch berechnet. Die Fläche ist, wie gesagt, Länge mal Breite, gibt ein Maß mit hoch 2 cm, Meter hoch 2, wie auch immer. Und das hier ergibt eine Strecke. Ja, ich würde mir das Zeder nachher wirklich so eine Markierung machen und einmal außen rumlaufen. Ja, das Ganze kann man natürlich noch schön zusammenfassen entsprechend. Auch das hatten wir ja beim Thema Terme und Gleichungen. Man kann die A's zusammenfassen, kann sie erstmal zusammenschreiben und die B's zusammenschreiben und dann kann man sie natürlich auch zusammenfassen zu 2 mal A plus 2 mal B. Und wenn man möchte, kann man das Ganze natürlich noch entsprechend ausklammern. Wir haben hier ja einen gemeinsamen Faktor, nämlich den gemeinsamen Faktor der 2. Das heißt, die 2 kann man entsprechend vor die Klammer ziehen. Auch da habe ich ja Videos zum Thema Faktorisieren. Müsst einfach mal auf meinem Kanal gucken. Und übrig bleibt dann noch a plus b, das in Klammer steht. Geläufiger ist im Prinzip diese Form hier oben. Die hier wird sehr häufig verwendet. Die untere Form, ja, sieht man auch hin und wieder in Formelsammlungen. Wichtig ist halt, dass euch bewusst ist, was ihr hier dabei tut. Genau, ich habe ja vorher noch gesagt, wir wollen noch die Umformungen auch gleich machen und das werden wir hier vornehmen. Die Umformungen hier könnten sein, und zwar hier bei dem Umfang, Umformung nach der Grundseite. Ja, da muss man vielleicht dazu sagen, bei der Fläche, da können wir noch nichts machen in der 8. Klasse.
weil das Problem ist, dass wir da den Neunerstoff im Prinzip bräuchten, was Wurzel ziehen und entsprechend dann auch Potenzieren angeht. Ich zeige es euch trotzdem mal nachher geschwind, aber wie gesagt, ist eigentlich Neunerstoff. Was wir können, ist die Umformung entsprechend hier machen nach der Grundseite. Also sprich, wir hätten den Umfang eines Quadrats gegeben und wir suchen dann daraus die Grundseite. Und es ist ja klar, wir trennen jetzt diese 4 und dieses a durch die Operation geteilt durch 4 und hätten dann Umfang Viertel gleich a. Das wäre hier die Umformung nach der Grundseite a. Wie das mit entsprechend der Fläche geht, ich reiße es mal kurz an, aber ich betone nochmal, das ist eigentlich eine Sache, die wir ja erst später erlernen. Ich schreibe es vielleicht hier mal hin. Umformung nach der Grundseite a, und zwar ausgehend von der Fläche. Und zwar wissen wir ja a Quadrat natürlich, das sind wir dabei. A Quadrat ist gleich a hoch 2. Und es geht jetzt folgendermaßen, dass man hier die Wurzel zieht. Wie gesagt, klassischer Neunerstoff. Das heißt, man zieht die Wurzel aus der Fläche und bekommt dann a. Das muss so sein, unter der Wurzel dürfen nur positive Werte stehen. Ist ja klar, es gibt keine negative Fläche, es gibt nur positive Flächen. Das heißt, wir haben hier ein Ergebnis. Ja. Quadratwurzel nennt sich das Ganze. Kann dann der Taschenrechner oder wenn es eine Quadratzahl ist, kann man es natürlich auch im Kopf machen. Aber wie gesagt, das, was hier zu machen ist, ist nicht unser Themengebiet. Wir reißen es nur mal mit an, dass ihr seht, okay, das gibt's, aber ist wie gesagt nicht entsprechend notwendig. Gut, nachdem wir die zwei Sachen umgeformt haben, gehen wir mal runter zu unserem Thema hier. Da kann man natürlich auch umformen. Und zwar fangen wir mal an mit unserer entsprechenden Flächenformel. Und die schreiben wir uns nochmal vielleicht ganz kurz hin. Flächeninhaltsformel. Und da haben wir die folgendermaßen. Ja, wir unterstreichen das Ganze noch, dass das auch ordentlich aussieht. So, genau, wir haben a Rechteck ist gleich a mal b. Und wir nehmen jetzt mal an, wir haben entsprechend die Fläche und wir haben b, die eine Seite, die kürzere Seite, und wir wollen a, die längere Seite, rausbekommen. So, das heißt, wir trennen das Ganze hier, wie wir es schon so oft gemacht haben, mit der Gegenoperation, sprich mit geteilt durch b, und bekommen dann raus, die Fläche eines Rechtecks durch die Seite b ergibt dann a. Im Umkehrschluss könnte es natürlich auch so sein, dass wir die Seite a besitzen und die Seite b suchen. Und dann wäre das natürlich ähnlich zu machen. A Rechteck ist gleich a mal b. Und wenn man das jetzt mal so annimmt, dann würden wir die zwei hier wieder trennen durch geteilt durch b und hätten dann a Rechteck durch die Seite b ist gleich a. Entschuldigung, ist gleich b. Das habe ich da falsch geschrieben. Das habe ich zweimal auf einmal das gleiche machen wollen. Ja, sonst habe ich hier das Doppelte. Ja, müssen wir nochmal schreiben. Das radieren wir vielleicht auch nochmal raus, dass der Fehler aufgehoben ist. Also geteilt durch a möchte ich ja machen. Dass wir am Schluss dastehen, b ist gleich. Und dann sieht das Ganze so aus. Also die Fläche eines Rechtecks durch die Seite a geteilt ergibt die Seite b. Gut, was natürlich auch sein kann, ist, dass man die Umformung machen muss der Umfangsformel. Und das wäre natürlich auch möglich. Wie gesagt, es steht halt so nicht drin in eurer Formelsammlung. Das müsst ihr schon selber beherrschen. Das heißt, wir hätten hier Umfang eines Rechtecks gegeben mit 2 mal a plus 2 mal b. Und nehmen wir mal an, wir wollen jetzt umformen nach entsprechend unserem a. Ja? Das heißt, b wäre gegeben und a suchen wir. Dann machen wir zuerst das Gegenteil dessen, was dran steht. Wir bringen also zuerst
die b rüber auf die Seite mit minus 2 mal b. Dann steht hier drüben der Umfang eines Rechtecks minus 2 mal b ist gleich 2 mal a. Und jetzt trennen wir noch das Zweierle und das a mit der Gegenoperation. Hier steht mal, also muss ich geteilt durch 2 entsprechend machen. Dann hätte ich hier folgendes stehen. Umfang eines Rechtecks minus 2 mal die Seite b geteilt durch 2. Bitte nicht auf die Idee kommen, hier zu kürzen, die Zweier. Also es gibt Schüler, die sind sehr kreativ, die wollen das hier rauskürzen. Aus Differenzen und Summen, das ist eine Differenz, darf man niemals kürzen. Also bitte nicht mal ansatzweise dran denken. Das geht schief. Ja, das Gleiche, was man machen kann, gleiche Sache, man kann natürlich auch noch b umformen. Also sprich, ihr habt hier u Rechteck ist gleich 2 mal a plus 2 mal b. Wir bringen jetzt die 2a auf die andere Seite. Ich habe hier ein kleines Plus hingeschrieben, als die Gegenoperation wäre minus 2 mal a. Ja, auch da zum Thema Gleichungsumformen, das solltet ihr vielleicht nochmal angucken, dass ihr das richtig gut beherrscht. Dann fällt euch das ja eigentlich auch nicht schwer. Ja? Links steht jetzt minus 2 mal a ist gleich 2b. Und jetzt trennen wir noch mit der Gegenoperation die zwei hier voneinander mit der Gegenoperation von mal, nämlich geteilt durch, ihr merkt, das ist ja immer dasselbe, nämlich geteilt durch 2 und dann steht hier folgendes dran, Umfang minus 2 mal die Seite a durch 2 ergibt die Seite b. Bitte nicht auf die Idee kommen, zu kürzen, wie ich es oben schon erwähnt habe. Das passt hier nicht. Diese Zweierle könnt ihr nicht gegeneinander kürzen. Ist verboten. Differenz und Summe sind beim Kürzen immer ausgeschlossen.